Kryptonauten proudly presents D-Many. Servus Leute, Martin hier von den Kryptonauten. Wir möchten euch nochmal auf eine Mega-Plattform aufmerksam machen. Ihr wisst bestimmt, wir hatten auf der Crypto Rockstars Cruise D-Many mit dabei. Die Leute müssten euch bekannt sein, ihr habt sie gesehen. Wir schauen uns da mal kurz einen kleinen Trailer an und dann reden wir weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Was ist D-Many? Warum sagen wir euch das? Warum zeigen wir euch das? Ganz einfach, weil es eine mega geile Social Mining Plattform wird. Sie ist noch im Aufbau, aber es geben alle Vollgas. Und wir schauen einfach mal auf die Homepage. Die sieht so aus. D-Many.io. Also, um es kurz zu erklären, jeder, der möchte, irgendein Produkt oder was im Crypto-Space quasi neu aufsetzen möchte oder eine Firma gründen möchte oder auch Tokens ausgeben möchte und läuft natürlich das Social Mining über Belohnung nach getaner Arbeit. Das heißt, ihr könnt was tun, ihr könnt Aufgaben bewältigen oder Videos machen oder Tweets liken und. Es gibt ja verschiedene Aufgaben und dadurch kriegt man Belohnung. Da kriegt man XRP-Punkte oder Allocation-Punkte oder Allocation. Oder. So kann jedes Projekt quasi selber auf dieser Plattform aufbauen. So, warum wir euch das zeigen, ist, weil es der Durchbruch sein wird. Definitiv. Jeder kann diese Plattform benutzen. Jeder kann seinen Token launchen, seinen Allocation machen, seinen Social Mining, ganz wichtig, seine Social Mining Plattform quasi auf die D-Many machen, aufbauen und aktuell ist es halt so, wie gesagt, wir sind noch im Aufbau und wir können aber schon uns in der Pre-Phase ein bisschen was verdienen mit einer kleinen Arbeit. Wir bleiben jetzt mal kurz hier auf der D-Many Homepage. Hier wird alles mal beschrieben, wie es funktioniert. Ja, und es funktioniert natürlich nur durch Community, durch dich und mich und uns alle. Ja, dadurch funktioniert das Ganze und wir können natürlich hier mit früh dabei sein. Hier sehen wir natürlich klar ein paar Impressionen von der Crypto Rockstars Cruise. Wir können früh dabei sein, ihr könnt früh dabei sein. Also ist für jeden was. Und könnt ihr einfach mal in die Alpha App reingehen. Das ist quasi eine Weiterleitung auf der Seite. Und dann habt ihr ein Dashboard. So, und hier sehen wir kleine Quests. Ja, also kleine Aufgaben, die ihr machen könnt, wo ihr euch Punkte verdienen könnt. In dem Fall heißen die Punkte XP. Und wer frühzeitig bei diesem Projekt jetzt schon was geleistet hat, jetzt schon seinen Beitrag geleistet hat, der sich ein bisschen was erarbeitet hat, kriegt natürlich von D-Many eine Belohnung. Ja. Am Ende aller Quests werden 150.000 Token zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wir sind hier in der Beta-Phase aktuell. Aktuell arbeitet die Firma noch an einer App, die auch rauskommen wird. Und wenn die fertig ist, haben wir einen Vorteil, weil wir jetzt schon Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben schon Likes abgegeben, Tweets abgegeben, wir haben schon was produziert. Wir sind in unserem Discord-Channel, ganz, ganz wichtig, Discord-Channel beigetreten. Kann ich euch nochmal zeigen. Also könnt auf jeden Fall hier auf diesen Button klicken und in Discord joinen. Und müsst ihr auch, um verschiedene Quests zu erreichen. Mehr möchte ich jetzt mal nicht verraten. Aber wir können einfach früh dabei sein und hier schon, ein bisschen was bekommen, sage ich jetzt mal. Also 150.000 Token sind für die Phase angedacht und die werden dann verteilt. Das heißt, ihr sammelt eure XRP-Punkte. Aktuell sind es ungefähr 350 Stück, die man sammeln kann, wenn man alle Quests gemacht hat. Und jeder, der natürlich hier
mitarbeitet, der kriegt natürlich eine Anteilbelohnung. Wenn ihr alle Quests habt, dann habt ihr 350 XP-Punkte. Das ist ja schon mal recht viel. Aber je mehr Leute mitmachen, umso mehr XP-Punkte haben wir zum Verteilen. Dein Anteil wiederum sind deine XP-Punkte geteilt durch alle XP-Punkte für alle Users, die mitgemacht haben. Und das wird dein Anteil sein. Und dieser Anteil machen wir mal ja, die 150.000 Tokens. Und das ist deine Belohnung. Und die kann jeder erreichen, die Belohnung. Je natürlich oder je nachdem, wie viel Arbeit er geleistet hat. Hast du alle Quests abgearbeitet, die noch kommen oder aktuell da sind und die noch kommen, dann hast du volle Punktzahl. Hast du manche nicht geschafft, weil dir ein paar Teile gefehlt haben, dann natürlich ein bisschen weniger. Aber wir können im Vorfeld hier einfach schon mal reingehen und euch das mal zeigen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier Your First Padawan. Ja? Der erste Schritt, der erste Quest. Das heißt, May the Force you know. Invite a friend. Ja, more light, more force. Bonus Carrots. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier Spotting D-Many und Twitter. Add D-Many für Twitter. Show your support, Influence and Bonus. Was haben wir noch? Your first D-Many Tweet. Also, müssen wir drauf gehen. Ja, schauen, liken, retweeten mit dem Hashtag. Natürlich folgen, ist ja ganz klar. Dann, zum Beispiel sehen wir hier Turn the Rabbit Bell on. Also kleine Aufgaben, die ihr erledigen müsst, um natürlich hier Punkte zu bekommen. Mit diesen Punkten, wie gesagt, seid ihr jetzt schon im Vorteil, weil ihr wisst davon schon. Ihr könnt diese Quests abarbeiten und euch natürlich dann eine Belohnung verdienen. Am besten jetzt schon. Also, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer früher dabei ist, kann natürlich auch früher eine Belohnung kriegen. Und wir machen das Projekt natürlich dadurch einfach, wie soll ich sagen, publik. Und je mehr Leute von diesem Projekt wissen, umso mehr der Heimspaß, da sich ein bisschen was zu verdienen. So einfach ist das. Und natürlich werden in Zukunft verschiedene Firmen kommen, die ihr Social Mining auf dieser Plattform ausführen werden. Und da kann natürlich nur jeder partizipieren, weil wir eine große Community werden. Und die große Community kann in jedem Projekt quasi mitarbeiten. Somit unterstützen wir jedes Projekt und die Community wird immer größer. Und jeder hat was davon. Und das macht Spaß, weil natürlich, ganz klar, wir ein bisschen was dafür bekommen. So läuft Social Mining. Wir arbeiten quasi verschiedene Tasks ab, Quests ab, ja, tun was für den Aufbau der Community, alle zusammen und können dadurch natürlich die Projekte voranbringen, die neu kommen werden und natürlich CryptoSpace damit bereichern mit der Größe der Community. Wir werden dann mal schauen, wer von unserer Community, von den Kryptonauten, sich natürlich ein bisschen mehr engagiert oder nicht. Und denen geben wir vielleicht natürlich noch einen kleinen Bonus, vielleicht ein Generation One NFT oder ein Virtual Pass für die nächste Crypto Rockstars Cruise. Also Anreize sind da. Und das wird wahrscheinlich so bis zum 23. August, vielleicht auch bis Ende August laufen. Und dann wird wahrscheinlich die App fertig sein und dann solltet ihr eure XP-Punkte eingesammelt haben. Also, ladet Freunde ein, macht die Community voll. Ja, kommt auf Telegram, kommt auf Twitter, kommt auf Discord. Ich habe alle Links unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr draufklicken. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns alle unterstützt, das Projekt unterstützt und einfach Spaß im Cryptospace haben. Natürlich. Ebenfalls würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, lasst einen Kommentar da und genießt einfach diese tolle Möglichkeit, hier an diesem Projekt zu partizipieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Nicht vergessen, alles in der Videobeschreibung. Boom, haut rein. We are the many, we are the change. Wir sind viele und wir sind die Veränderung.